Ich bewaffne mich und hoffe, dass das funktioniert. Kurz die Agenda. Ich würde ganz gerne nochmal mit der Motivation, warum haben wir die Studie gemacht, einleiten und sehr, sehr kurz auf die Kernergebnisse eingehen und natürlich die Spannung nicht zu groß halten, wer dann Erster geworden ist. Danach wird Herr Thiel Ihnen nochmal ganz genau die Ergebnisse erklären und ich übernehme dann wieder zum Schluss bei den Ableitungen. Hier sehen Sie die Länder, unsere Länderauswahl, die wir uns angeguckt haben. Das ist nicht ganz zufällig. Für uns war wichtig zu sehen, wo Deutschland international steht und das nicht einfach so zu machen, dass man dann halt das mit nur fortschrittlichen Ländern vergleicht, sondern wir haben geguckt nach großen Bundesstaaten, also Kanada, Australien sind vertreten, weil häufig ist ja die oft gehörte Vermutung, dass größere Staaten es schwieriger haben als kleine Staaten, zum Beispiel digitale Infrastruktur aufzubauen. Wir haben aber auch ähnliche Gesundheitssysteme wie Deutschland, also Sozialversicherungssysteme wie Niederlande, Belgien damit dabei, auch Föderalstaaten, die Sozialversicherungssysteme miteinander kombinieren, also Schweiz, Österreich, die also ähnlich funktionieren, aber natürlich auch andere große Gesundheitssysteme, die anders funktionieren, also Nationaler Gesundheitsdienst, England, Spanien und Schweden und Italien. Diese Länder haben wir uns alle in dem eigens entwickelten Digital Health Index von Empirica einem Benchmark unterzogen und sind dann nochmal in 5 Länder gereist und haben uns die genauer angeguckt. Und um gleich das Ergebnis zu zeigen, Estland ist auf Platz 1, es ist nicht Platz 2, liegt deutlich vor Deutschland. Deutschland kommt auf Platz 16, damit weit abgeschlagen. Das einzige Land, was dahinter tritt, ist Polen. Ich werde jetzt nicht weiter auf die Gründe eingehen, die erklärt Ihnen Herr Thiel gleich nochmal eingehender. Was aber wichtig hier ist für mich, ist, dass diese Spitzengruppe, also Estland, Kanada, Dänemark, Israel und Spanien, eine sehr heterogene Gruppe ist. Also es sind nicht nur die kleinen Länder, die einfach vorne liegen, es sind auch große Länder wie Kanada, die zum Beispiel Digitalisierung nutzen, um ihren großen ländlichen Raum vernünftig zu versorgen. Und selbst in der, ich sage jetzt mal, guten Mittelgruppe, also liegt immer noch NHS England, Portugal liegen auch dort. Also Systeme, die nicht alle einfach nur ähnlich sind. Es ist nicht die Größe des Landes, es ist nicht der Systemtyp. Es muss an was anderem liegen. Und für uns ist das Haupterklärungsmodell für Erfolg, der aus dieser Studie resultiert, dass es einen Dreiklang gibt aus politischer Führung, aus einer vorhandenen Strategie zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und einer entsprechenden koordinierenden Institution, die sich um Digital Health kümmert. Unter politischer Führung verstehen wir hier nicht einfach so einen Top-Down-Ansatz, sondern darunter verstehen wir ein Zielbild, das durch Politik getrieben wird und wo es geschafft wird, alle Akteure an einen Tisch zu bringen und hinter diesem Zielbild auch zu vereinen und auf diese Vision einzuschwören. Zur Strategie, das muss man natürlich auch qualifizieren, also einfach nur eine Strategie haben reicht nicht. Die Strategie sollte dafür sorgen, dass Digital Health am medizinischen Nutzen orientiert ist. Wir haben es vorhin gehört, Digitalisierung um ihrer selbst willen soll es nicht sein. Sie soll der Gesundheit dienen. Es sollten Projekte sein, die Schritt für Schritt umgesetzt werden, die handhabbar sind. Und ganz wichtig, Akzeptanzförderung. Ich muss den Menschen, die das benutzen sollen, in ihrem Alltag, in ihrem Klinikalltag, aber auch den Patienten, die es anwenden sollen, erklären und ausführlich erklären, warum sie das benutzen sollen, was es da an digitalen Lösungen gibt, aber auch welche Risiken damit einhergehen und was mit ihren Daten geschieht. Und letztendlich Endnutzereinbindung, das ist so ein schönes deutsches, schweres Wort. Endnutzereinbindung in der Hinsicht, dass man die Leute, die das benutzen sollen, auch danach fragt, wohin soll denn die Reise gehen, wo brauchen sie dann am ehesten Digital Health? Und zum anderen aber auch, sie Ärzte und Patienten zu Co-Designern macht, denn wenn Digital Health vollkommen am Alltag vorbeigeht, dann wird es halt auch nicht genutzt. Und last but not least, wenn ich eine Strategie habe, dann brauche ich auch eine Institution, die in der Lage ist, diese ganzen Maßnahmen,
die ich dann hoffentlich in der Strategie definiert habe, zu koordinieren und die Umsetzung voranzutreiben. Soweit möchte ich quasi diesen Dreiklang erstmal so auf Sie wirken lassen und hier stehen lassen und übergebe an Herrn Thiel, der jetzt weiter in Medias Res steigen wird. Danke, Herr Costera. Ja, ich freue mich jetzt nach 2 Jahren des Konzipierens, des Forschens, des Reisens, des Schreibens Ihnen die Studie ein bisschen mehr im Detail vorstellen zu dürfen. Ich beginne mit dem Studienaufbau. Was haben wir da eigentlich getan? Wie sind wir vorgegangen? Und dann ein paar Ergebnisse im Detail. Die Ergebnisse, die ich im Detail präsentiere, sind gewissermaßen Snapshots. Wir haben einen riesigen, sage ich mal, Berg an Informationen über die Länder gesammelt. Deswegen wurde der Bericht so lang, was wir hier natürlich jetzt nur in kleinen Snapshots präsentieren. Wie gesagt, die Studie besteht eigentlich aus 2 Teilen. Wir sind im ersten Teil in einem internationalen Benchmarking vorgegangen und haben einen Digital Health Index gebaut, um die Länder zu vergleichen. Hier geht es um die Fragen, was gibt es überhaupt, wie viel gibt es davon? Teil 2 der Studie, zu dem ich dann später komme, ist in die Tiefe zu gehen, in 5 ausgewählten Ländern. Und hier fragen wir das, warum, was haben die da eigentlich getrieben und warum waren sie erfolgreich oder nicht, die Länder? Wir haben diesen Digital Health Index, wie wir ihn nennen, gebildet aus 3 Subindizes. Diese Subindizes geben uns die thematischen Dimensionen unserer Erhebung wieder. Das bedeutet, was wollen wir eigentlich messen, wenn wir sagen, was ist der Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem Land? Die 3 Themenblöcke zusammenfassend sind, wir haben uns angeschaut, wie ist der Stand von Policy-Aktivität und Strategie? Policy hier definiert als Politikfeld, die inhaltliche Komponente von Politik. Der 2. Subindex wäre das schöne deutsche Wort Digital Health Readiness, haben wir benutzt. Wir hätten auch digitaler Reifegrad sagen können, aber Readiness scheint mir griffiger genug zu sein. Der 3. Subindex ist die Erhebung der tatsächlichen Datennutzen. Also was ist der Nutzungsgrad von vorhandenen digitalen Anwendungen oder Diensten? Wir haben eigenständig hier neue Daten erhoben. Wir haben keine existierenden Datensätze aggregiert. Wir haben das getan durch ein Korrespondentennetzwerk. Wir haben in jedem der 17 Länder Korrespondenten, die für uns die Erhebungen qualitativ und quantitativ durchgeführt haben. Diese Korrespondenten sind unabhängig, das ist mir wichtig, das zu betonen. Die kommen weder aus den, sage ich jetzt mal, regierungsnahen Behörden, Ministerien, noch aus der Industrie. Das heißt, das sind meistens Akademiker oder Leute, die ehemalig in Behörden unterwegs waren. Wir haben einen eigenständigen Fragebogen entwickelt, den wir den nationalen Korrespondenten gewissermaßen vorgelegt haben, den sie uns beantworten mussten, mit 154 Fragen oder Kriterien, wenn Sie so mögen, die sich gebündelt haben zu 34 Einzelindikatoren. Das ist also keine rein statistische Erhebung, die wir getan haben, sondern wir sind qualitativ und quantitativ vorgegangen. Und wenn ich zusammenfassend die Besonderheiten dieser Studie vielleicht hervorheben darf, gerade im Vergleich zu eventuellen anderen internationalen Studien, die Sie kennen von der OECD, von der WHO, von HIMSS oder industrienahen Verbänden, dann sind 3 Punkte hervorstechend. Wir haben die Befragung, wie gesagt, über unabhängige Korrespondenten durchgeführt. Wir kennen Studien, wo die Korrespondenten aus den Ministerien kommen. Wir vermuten und haben auch gesehen, in WHO-Studien, da gibt es eine gewisse Voreingenommenheit. Da passieren dann Ergebnisse in WHO-Studien, dass Kasachstan ähnlich gerankt wird wie Dänemark. Das wollten wir vermeiden hier. Wir haben auch bei der tatsächlichen Datennutzung Wert darauf gelegt, dass wir wirklich uns anschauen wollen, was läuft in der Routine-Nutzung. Da gibt es keine Daten zu, es gibt kaum Daten dazu. Wir haben sozusagen unsere Korrespondenten angewiesen, recherchiert vor Ort, was wird denn wirklich genutzt, von wem, in wie viel Prozenten. Diese Daten lagen bis zum jetzigen Zeitpunkt nur rudimentär von der OECD vor, das ist mein Verständnis. Die 3. Besonderheit ist, wir haben hier einen sozialwissenschaftlich-politikwissenschaftlichen Ansatz, weniger Informatik-Technologie-getrieben, sind aber in der Lage, durch die Analyse von politischen Prozessen das auch zu vereinen mit Fragen der Technik, Standardisierung und Informatik. Nur kurz zum Aufbau, wie die Studie vorgegangen ist. Sie werden das wahrscheinlich nicht lesen können, nur um den methodischen Aufbau Ihnen darzustellen. Unten der orangene Block ist der Digital Health Index, wird gespeist von den 3 Subindizes. Jeder Subindex steht für sich alleine, wird gebildet durch verschiedene Indikatoren. Und die Krux ist dann, dass die Einzelindikatoren, die 34, die ich erwähnt hatte, jeweils unterlegt sind mit 4 bis 6 Fragen. Diese 4 bis 6 Fragen pro zu erhebenden Indikator sind sehr spezifische Fragen, die meistens nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können und sollen, bilden dann in der Gesamtmenge diesen Digital Health Index. Ich komme noch mal genau auf die Indikatoren zu sprechen. Das ist jetzt eine Auswahl der Indikatoren.
Ich habe jetzt drei Folien dazu. Das ist sozusagen das Fleisch der Studie, weil Sie hier dran erkennen können, was haben wir denn eigentlich da gefragt? Was wollten wir wissen? Wie können wir sagen, wo steht ein Land in der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Wir fangen an mit dem Bereich, dem thematischen Überblick zu Policy-Aktivität und Strategie. Hier zwei Blöcke. Wie ist der Stand von Digital Health-Strategien in einem Land? Der andere Block ist, wie sind denn dann diese Strategien institutionell verankert? Hier ist halt wichtig, wir wollen nicht nur Papiertiger sehen, Strategien kann man verabschieden am laufenden Band. Wie wird das Ganze denn umgesetzt, verankert? Finanzielle Ausstattung, rechtliche Ausstattung des Ganzen, personelle Ausstattung und so weiter. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, welche Fragen wir dann hinterlegt hatten hinter den Indikatoren P1, Digital Health und allgemeine Gesundheitsstrategie, Gesundheitspolitik. Hier ist zum Beispiel ein Ziel der Frage, ist Teil der nationalen generellen Gesundheitspolitik, digitale Anwendungen zu benutzen? Das heißt, ist das eingebettet? Wenn es eine digitale Strategie gibt, eine Politik, ist die denn in den Gesamtkontext der Gesundheitspolitik eingebettet oder isoliert als Digitalisierung? Zweites Beispiel, der Indikator P2, politische Unterstützung von Datentransfer und Austausch. Hier geht es weniger um politische Führung als Top-Down-Approach oder irgendwas wird von oben aufgezwungen, sondern wir haben hier gezielt Fragen formuliert, die uns Schlüsse zulassen. Ist die Digitalisierung vorangetrieben von, ich sag mal, technischen, bürokratischen Projekten, die nacheinander geschaltet sind? Oder gibt es politische, eindeutige Steuerung und Prozesse, die dahinter stehen? Das sind nur Beispiele. Wie gesagt, hier verbergen sich jetzt bis zu in dem Bereich 80 Fragen. Ich komme zu dem nächsten Indikatoren-Themenblock der tatsächlichen Nutzung von Daten, also dem Nutzungsgrad im Routinebetrieb. Wo wir bei dem Fußballbild eben waren, das ist für mich so die Champions League der Erhebung, wo steht ein Land mit der Digitalisierung. Ganz einfach, weil es dazu keine Daten gibt in der Regel, also wie viele Ärzte oder Patienten nutzen eine elektronische Patientenakte. Wir haben da kaum Daten zu, wir haben unsere Korrespondenten aber gewissermaßen gezwungen, hört danach, die haben nachgebohrt, die haben telefoniert, die haben recherchiert, wenn sie es nicht selbst wussten, wir haben sie gezwungen, gibt uns eine Schätzung, wir brauchen Orientierung, die haben wir bekommen. Beispiel, ein Indikator hier ist, welchen nehme ich, A3, Nutzungsgrad elektronischer Patientenakten, wie kann man das messen? Wir haben Fragen gestellt, wie viele Prozent der Ärzte im Primärbereich, wie viele Prozent im Sekundärbereich, im Tertiärbereich sind angeschlossen an ein nationales EPA-System? Wie viele Prozent von diesen angeschlossenen Ärzten nutzen das denn prozentual im Routinebetrieb? Um ein Beispiel zu geben der Fragen, wie wir sozusagen rauskristallisieren wollten, wo ist der Nutzungsgrad tatsächlich in einem Land anzufinden? Der dritte Themenblock. Sozusagen der dritte Subindex ist die technische Implementierung und Readiness. Wir haben diesen Bereich genommen als Abgrenzung zur tatsächlichen Nutzung. Ganz einfach, man kann eine Infrastruktur aufbauen, man kann technisch bereit sein, aber trotzdem gibt es keine Anwendungen, die laufen aus verschiedenen Gründen. Das heißt, in diesem Themenblock mit diesen Indikatoren haben wir uns angeschaut, wie weit ist die Implementierung der Infrastruktur und die administrative Begleitung dieser Infrastruktur aufgebaut. Was ist der Reifegrad der digitalen Anwendung und Dienste per se und wo stehen die einzelnen Länder im Sinne der Datennutzung aus technischer und semantischer Interoperabilitätssicht. Hier auch ein Beispiel, T4 sozusagen, der Indikator, wie technisch ready sind elektronische Patientenaktensysteme oder Patientenkurzaktensysteme. Hier war die Frage, dass wir wissen wollten, ist ein Patientenaktensystem in der Planung? Gibt es lokale kleine Projekte? Gibt es regionale Projekte? Sind die im regionalen Rollout? Sind die im nationalen Rollout? Oder sind die im Routinebetrieb regional oder national? Je nach Beantwortung der Frage haben wir Punkte vergeben. So bilden sich unsere Indizes. Dann komme ich zu dem Teil 2 der Studie, der sogenannten vertieften Länderstudien. Wir haben uns mit 5 Ländern eingehender beschäftigt. Das sind Dänemark, Frankreich, Israel, Niederlande und die Schweiz. Hier haben wir tiefere Recherchen durchgeführt und wie Herr Kostera auch angedeutet hat, sind vor Ort gereist, haben dort Interviews geführt und Gespräche geführt mit Vertretern von Ministerien, von Digital Health Behörden, aber auch von Verbänden und Stakeholdern im Gesundheitswesen und auch mit akademischen unabhängigen Experten haben wir gesprochen. Was wir hier wollten, ist einfach, dass wir in diesen Gesprächen versuchten, Daten zu erheben, die nicht ableitbar sind aus anderen Daten, aus der Literatur, ob es Grauliteratur ist, ob es Datensätze sind oder so, etc.
Wir wollten verstehen, was macht Länder erfolgreich, was macht sie nicht erfolgreich, wo sind die Lessons learned? Lessons learned sind besonders interessant. Wir wissen alle, es gibt Länder, die haben sozusagen viel Geld in den Sand gesetzt, sind grandios gescheitert mit dem, was sie aufgebaut hatten. Das Beispiel ist, ich weiß nicht, wie viele das hier im Auditorium wissen, in den Niederlanden ist es dazu gekommen, dass 2011 gewissermaßen 10 Jahre der Vorarbeit eines elektronischen Patientenaktensystems im Senat niedergeschmettert wurde, als illegal erklärt wurde. Aus datenschutzrechtlichen Gründen mussten bis dato geschaffene 2 Millionen und gefüllte Patientenakten einfach gelöscht werden. Der Gesprächspartner in Den Haag nannte es einfach nur flushed out. Es war eine Katastrophe aus Sicht der Leute, die über Nictis das aufgebaut haben. Was können wir daraus lernen, was die Holländer seitdem anders machen? Das sind wichtige Weichenstellungen. In Frankreich ähnlich. In Frankreich wurde vor circa 3 Jahren sämtliche Aktivitäten einer nationalen Patientenakte einfach pausiert. Bis dann vor 1 bis 2 Jahren die nationale eHealth-Agentur in Frankreich, die ACIP Santé, komplett reformiert und restrukturiert wurde mit einem ganz anderen Ansatz. Was heißt das für uns? Das war ich jetzt nicht. Ja, da sind wir wieder. Wir haben auch in diesen Interviews und in den tiefergehenden Länderstudien einfach versucht herauszufinden, was sind denn politische Präferenzen, also politische Fragestellungen, welche Faktoren könnten auch weichere wie kulturelle oder wirtschaftliche Faktoren spielen. Kulturell fällt einem ein, Einstellung zu Datenschutz. Wir wissen aus der Politikwissenschaft, dass das Verhältnis und das Vertrauen zu Regierung und Staat auch Einfluss darauf haben, wie gehen denn die Bürger damit um mit Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Das können Sie wahrscheinlich nicht gut lesen. Wie wir vorgegangen sind, wir haben uns Variablen im Vorfeld ausgedacht, die wir uns angucken und überprüfen. Wie Sie sie hier sehen, ist sozusagen der erwartete Effekt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben das wieder getrennt nach Politik, Gesellschaft auf der einen Seite und konkreter Digital Health Governance. Schauen wir uns an bei Akteuren und Institutionen. Wie sieht vor Ort in einem Land die Akteurskonstellation aus? Wie viele Veto-Akteure gibt es? Veto-Akteure sind sozusagen Stakeholder oder Player, die wirklich blockieren können, die ihr Veto einlagen können und alles lahmlegen. Der erwartete Effekt ist natürlich, je mehr Veto-Akteure, desto niedriger die Entwicklung und Stand der Digitalisierung. Wir haben das überprüft in allen 5 Ländern. Ein Beispiel aus der Digital Health Governance zur institutionellen Verankerung. Ist ein zentrales politisches Management installiert? Sozusagen hat eine Digital Health Behörde auch einen politischen Auftrag, kann sie politisch managen? Erwarteter Effekt, selbstverständlich würden wir sagen, hoch auf die Digitalisierung. Das Bild ist dann ein bisschen komplizierter, das finden Sie dann in den einzelnen tiefergehenden Länderstudien. Ich kann an dieser Stelle natürlich nicht darauf eingehen. Das ist aber das, was wir sozusagen abgefragt haben in der Tiefe. Ein paar mehr Ergebnisse im Detail aus dem Benchmarking. Sie haben den Digital Health Index, also das Ranking aller Länder, gesehen. Hier nochmal zu veranschaulichen, dass der Index sich zusammensetzt aus 3 Subindizes. Ich sage hier nochmal, das blaue ist Policy Activity, Aktivität, Subindex. Der mittelgrüne, würde ich nennen, ist Digital Health Readiness. Und rechts, der dunkelgrüne, ist der Subindex für die tatsächliche Datennutzung. Sie sehen, dass auch Deutschland hier in allen 3 Subindizes als solche betrachtet relativ schlecht abschneidet. Sie sehen aber auch, dass das Bild ein bisschen differenzierter ist. Es gibt dann so ein paar Abweichungen, da haben wir auch Ableitungen zu gemacht. Warum hat Portugal einen niedrigeren Wert als die Länder in seiner Gruppe etc.? Das können Sie alles nachlesen. Auffallend ist aber auch hier, es gibt nicht die perfekt digitalisierten Gesundheitswesen, auch wenn die Dänen sehr gut sind in der Selbstvermarktung. Man denkt wirklich das goldene Wunderland der Digitalisierung. Aber wenn Sie den Wert rechts oben sich anschauen, tatsächliche Nutzung, 71% oder auch Dänemark liegt nur bei 70,6 Punkten, also Prozent, haben wir festgestellt, dass selbst in diesen Ländern die semantische Codierung, also von Ärzten, die Vorlage von strukturierten Daten bei weit unter 10% liegt. Das heißt, wenn wir von semantischer Interoperabilität reden, selbst in den erstplatzierten Ländern haben wir die nicht wirklich. Das ist sozusagen the good news. Nicht alle sind wirklich perfekt digital. Was wir auch noch getan haben, interessantes Ergebnis, wir haben die Werte der Länder aus der Policy-Aktivität, also aus einer effektiven Strategie und politischen Führungswerte, geplottet mit den Ergebnissen der tatsächlichen Datennutzung. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir keine Korrelation hier erstellt haben. Dafür haben wir die Daten nicht, das sind auch viel zu wenige Länder. Aber man sieht einen eindeutigen Trend, dass die Länder, die eine stärkere effektive Strategie haben, auf Grundlage unseres erhobenen Fragebogens, die verstärkt mit politischer Führung sozusagen ihre Politikfeld vorangetrieben haben, eindeutigen höheren Nutzungsgrad in der tatsächlichen Routineversorgung haben. Das ist ganz spannend hier.
Dann haben wir einen kleinen Blick in die fünf Spitzenreiter. Sie haben diese Infocards auch in Ihrer Mappe, soweit ich das weiß. Ich sage zu jedem Land kurz was zu Estland, sage ich jetzt nichts mehr. Da haben wir schon genug gehört, dem Erstplatzierten. Was ist das Besondere? Kanada ist hervorzuheben. Kanada hat eine Digital Health Behörde mit Canada Info Healthway, die sehr ausgeprägt, sehr gut ausgestattet ist, Interoperabilität innerhalb der Provinzen voranzutreiben, über die Provinzen auf nationaler Ebene. Sie hat Evaluationskapazitäten. Dänemark haben wir erstaunliche Werte herausgefunden, dass jeder dänische Patient oder 75% der dänischen Patienten ihre persönlichen Gesundheitsinformationen abberufen haben in dem Syntet-Deko-Gesundheitsportal. Israel haben wir schon gehört. Spanien ist interessant, dass es hier einzelne Regionen gibt, die per se schon international führen würden. Wir waren vor 10 Jahren schon mal in Andalusien. Andalusien war vor 10 Jahren schon europaweit führend in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und sie sind es immer noch. Deswegen ist Spanien auf Platz 5. Eine Veranschaulichung für Deutschland, eine Übersichtskarte der Verfügbarkeit der digitalen Komponenten in Deutschland. Die grünen Felder sind sozusagen vorhanden in Deutschland. Die ausgeblichenen, die Sie kaum sehen hier in Blau, sind nicht vorhanden. Wir haben das für jedes Land gemacht. Wir haben Deutschland behandelt wie jedes andere Land in unserer Studie. Das heißt, Sie müssen diese sozusagen Verfügbarkeitslandkarte immer international sehen im Vergleich, dass das dann besonders auffällt, dass gerade im unteren Bereich bei den Digital Health Anwendungen Impfungen, Laborwerte digitalisiert, Medikationsliste, Patientenakte, Telehealth ist sozusagen auf nationaler Ebene flächendeckend, sektorenübergreifend nicht verfügbar. Würden Sie das jetzt vergleichen mit Kanada, wäre der Unterbereich komplett dunkel, weil alle diese Elemente einer elektronischen Patientenakte von Gesundheitsdiensten oder digitalisierten Gesundheitsinformationen sind in Kanada vorhanden. Ich leite damit über, ich glaube, zu meiner letzten Folie, nochmal zur Veranschaulichung, exemplarisch die direkte Gegenüberstellung Deutschlands hier mit Kanada. Die drei Subindizes, rechts der orangene Digital Health Gesamtindex. In allen Bereichen sehen wir hier schon einen großen Abstand zu einem der führenden digitalisierten Ländern wie Kanada. Damit übergebe ich an Herrn Costera, der die Ableitungen übernehmen darf. Besten Dank. Wir hatten ja gesagt am Anfang, oder ich hatte gesagt am Anfang, dass es nicht unbedingt mit der Größe des Landes oder dem Typ des Gesundheitssystems zu tun hat, wie weit so ein Land mit der Digitalisierung ist. Hier ein Bild von unserem Besuch in Israel. Und das ist halt, wie gesagt, nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man vor Ort sieht, wie das funktioniert. Es gibt halt aber trotzdem Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass es nicht unbedingt immer die Ausgangsbedingungen sind. Nehmen wir das Beispiel Israel, illustriert durch dieses Krankenhaus, was das neueste Krankenhaus ist. Das Krankenhaus ist raketensicher, die hat Gasfilter, die OPs sind unter der Erde verbaut. Viel Geld fließt in diesem Land in Sicherheitsfragen aus anderen politischen Gründen, die jetzt nichts mit dem Gesundheitssystem per se zu tun haben. Was aber bedeutet, dass das Gesundheitssystem mit wenigen Mitteln und sehr effizient arbeiten muss. Und Digitalisierung ist hier durchaus nicht nur ein Mittel, um Patientenzentrierung zu erreichen, sondern auch die Effizienz in der Versorgung zu erhöhen. Mit wenigen Ressourcen, mit wenigen Humanressourcen auch flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Zum Beispiel der Norden Israels wird häufig mit telemedizinischen Diensten versorgt. Anderes Beispiel Estland. Estland hat nicht zufällig vor 25 Jahren seine digitale Gesundheitsstruktur aufgebaut. Quasi da war das Ende der Sowjetunion eine Stunde null und man hat erkannt, dass man hier mit digitalen Diensten die gesamte Verwaltung, in dem nicht nur das Gesundheitssystem, digitalisieren kann und ausbauen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gegenbeispiele, da wo wir zum Beispiel erwartet hätten, dass in Anführungsstrichen weniger teure Gesundheitssysteme vielleicht nicht so weit sind, weil man müsste ja wohl möglichst viel Geld in die Hand nehmen für Digitalisierung, doch sehr weit sind, also Portugal und Spanien zum Beispiel, die weit Deutschland überholt haben. Dementsprechend, ja, jedes Land ist einzigartig und in dem einen oder anderen gibt es ganz bestimmte Antriebsfedern, aber es ist natürlich nicht die einzige Erklärung. Zweitens, und ich finde das immer sehr schön, an dieser Landkarte genau zu zeigen.
In vielen Ländern gibt es qualitativ und quantitativ unterschiedlich starke Policy-Aktivität und Strategie-Ausprägungen, aber für mich ist wichtiger diese rechte Karte dort. Wie viele der untersuchten Länder haben denn eine eigene Digital Health-Behörde, also in Form einer Agentur oder eines Kompetenzzentrums, die wirklich Digitalisierungsbemühungen koordinieren, teilweise wie in Frankreich vor Ort in die Projekte gehen und beraten in die einzelnen Regionen, oder in anderen Ländern auch per Dekret Standards einfach festsetzen. Da bleiben dann nur noch Spanien und Deutschland, die eine solche Behörde nicht haben. Dementsprechend, und wenn man sich gerade vor allem die erfolgreichen Länder anguckt, dass die eben genau die eine haben, wäre das sicherlich eine gute Sache. Pragmatische Schritte bei der Umsetzung von Digitalisierung. Ich habe hier auch ein Foto einer unserer Reisen ausgewählt, nämlich am Krankenhaus, am Universitätskrankenhaus Odense, wo es ein Telemedizinprojekt gibt, um Frühgeborene zu betreuen. Also das ist so, dass Frühgeborene, sobald sie stabil sind, nach bestimmten medizinischen Kriterien, aus dem Krankenhaus entlassen werden und von speziell Ausgebildeten, hier sehen Sie eine, Krankenschwestern betreut werden zu Hause. Das hat den Vorteil, dass die Eltern, die bereits Wochen im Krankenhaus verbracht haben, ihre Kinder früher mit nach Hause nehmen können. Andererseits aber auch das Krankenhaus halt notwendige Betten wieder frei hat. Denn Odense befindet sich im ländlichen Raum und dort eine vollständige Hauskrankenpflege sicherzustellen oder Vor-Ort-Besuche sicherzustellen, wäre ohne Telemedizin nicht möglich. Und das Tolle an so einem Projekt ist, dass es von Krankenschwestern vorgeschlagen wurde, von einem Innovationszentrum aufgegriffen wurde, im Krankenhaus implementiert worden ist, zusammen mit der Universität Odense evaluiert worden ist, auf die Wirksamkeit hin. Und in dem Moment, wo die Evaluation positiv war, man das in anderen dänischen Krankenhäusern einfach übernommen hat. Das ist für mich so ein Beispiel, wo man sehen kann, dass einzelne Behandlungspfade sehr schnell und sehr effizient digitalisierbar sind. Weiterer Punkt, die Förderung von Akzeptanz ist eine strategische Aufgabe. Ich habe Ihnen hier drei strategische Beispiele mitgebracht. Für mich immer noch der humorvollste Ansatz, die Dänen. Haben Sie die Männergrippe oder sind Sie dem Tode nahe? Eine Einladung, auf das nationale Gesundheitsportal zu gehen und dort evidenzbasierte Gesundheitsinformationen abzurufen und gleichzeitig Zugang zur eigenen digitalen Patientenakte zu bekommen. Links, wichtig auch für die Niederlande, wo elektronische Patientenakten in einem sogenannten Opt-in-Modell stattfinden. Also der Bürger muss sich aktiv dafür entscheiden, an dieser elektronischen Patientenakte teilzunehmen. In Dänemark ist es genau andersrum. Da hat jeder eine, außer er möchte keine. Also da gibt es ein Opt-out-Modell. Gerade in Opt-in-Modellen ist es extrem wichtig, aufzuklären darüber, was bringt mir diese Akte, wie werden meine Daten verwaltet und wie wende ich das im Alltag an. Und ein weiteres Beispiel, nicht nur die Patienten natürlich, sondern auch in der Mitte aus Frankreich, dass hier mehr an die eigenen Krankenversicherungen bzw. regionalen Vertretungen der Krankenversicherung und an die Ärzte gerichtet. Natürlich die Leute, die das anwenden und umsetzen müssen im Alltag, brauchen entsprechende Informationen. Das hier nur alles symbolhaft dafür, dass Akzeptanzförderung strategisch betrieben werden muss. Letzter wichtiger Punkt für mich. Bedeutende Mittel für Akzeptanz sollten über systematisches Co-Design entstehen. Also, und hier ist Dänemark für uns auch sehr, sehr beeindruckend. Es gibt Strategiefokusgruppen mit Patienten darüber, wohin denn Digitalisierung gehen soll. Wo wird Digitalisierung im Alltag von Patienten wirklich gebraucht? Die Leute vom nationalen Gesundheitsportal Sundhed gehen vor Ort in die Krankenhäuser und gucken sich auch an, wie das im Alltag umgesetzt wird. Machen elektronische Patientenakten im Alltag mehr Arbeit? Gliedern die sich gut ein in den klinischen Alltag? Nicht zuletzt testen Patienten vorher die einzelnen Anwendungen, bevor dann irgendwann
eine Anwendung für gut befunden wird und übernommen wird oder eben auch verworfen wird. Und natürlich dann der alltägliche Austausch mit dem entsprechenden Personal. Und dafür ist das Bild, was ich Ihnen aus Odense gezeigt habe, vielleicht ganz gut mit zu verbinden. Und jetzt würde ich es ganz kurz machen. Ich finde, es ist relativ klar. Es ergibt sich aus den vorhergehenden Ausführungen, dass wir empfehlen, die politische Führung in Deutschland weiter auszubauen im Bereich digitale Gesundheit. Wir brauchen eine Digital Health Agentur oder ein Kompetenzzentrum, das sich um die Umsetzung von Digital Health kümmert, um die Koordination, vor allem das, was technische und semantische Standards anbelangt. Wir brauchen Entwicklung in Schritten und hier ist diese Aneinanderreihung, die sehr deutsche Aneinanderreihung von Adjektiven, aber nicht unwichtig. Diese Schritte sollten zielerfüllend sein, sie sollten pragmatisch sein und sie sollten fallgebunden sein, also einzelne Behandlungsprozesse zum Beispiel. Die Akzeptanz gezielter fördern, die Leute besser informieren und die Endnutzer systematisch einbeziehen. Und gerade dieser letzte Punkt, Digitalisierung ist nicht Digitalisierung um ihrer selbst willen, sondern nur, wenn sie auch von den Leuten, die sie anwenden sollen, angewandt wird, kann sie dann gelingen. Die Ergebnisse der Studie kriegen Sie, wenn Sie jetzt nicht unbedingt heute die 400 Seiten mitnehmen möchten, können Sie auf unserer eigens dafür geschaffenen smarthealthsystems.de Website abrufen. Dort gibt es auch ein interaktives Kartentool. Da können Sie auch die einzelnen Länderwerte nochmal angucken und auch die einzelnen Länderberichte, zum Beispiel, wenn Sie sich nur für ein bestimmtes Land interessieren, downloaden. Ansonsten noch weitere Informationen erstmal zu der Studienwebsite in unserem Blog Der digitale Patient und natürlich auch über Twitter. Vielen Dank.